Ich selbst habe mit Kindern und Jugendlichen seit meiner Zeit in der Praxis sehr viel sehr schöne Erfahrungen gemacht, Blockaden gelöst und Kinder wieder in ihre Stärken, in ihr Potenzial zurückgeführt, was ja vorhanden ist, was ja in jedem von uns vorhanden ist. Und mich freuen, wenn eines Tages Kinder- und Jugendcoaching tatsächlich irgendwie ein fester Bestandteil in den Schulen und im Schulalltag werden könnte. Mein Name ist Petra Müller-Schneider, ich bin Kinder- und Jugendcoach in Köln und habe die Ausbildung bei Herrn Pasch vor einem guten Jahr abgeschlossen und war auch vorher schon als Coach tätig und habe mit der Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach genau das perfekte Tool gefunden, was mir gefehlt hat, um Kinder und Jugendliche erfolgreich und mit viel Freude und Spaß zu begleiten. Und zwar geht es häufig um Themen wie, ich bin ein bisschen schüchtern oder ich werde gemobbt. Und letztendlich geht es häufig um das Selbstwertgefühl der Kinder. Und das kann man ganz prima mit den Methoden des IPE stärken, wieder hervorlocken. Und es ist sehr schön zu sehen und zu erfahren, wenn ein Kind dann wirklich wieder mit den guten Noten nach Hause kommt, weil das Wissen ist da. Nur es traut sich vielleicht im Unterricht, das Wissen nicht ganz rauszulassen. Und auf einmal ist die Blockade gelöst und der Lehrer spielt nicht mehr so die große Rolle oder die Mitschüler, die vielleicht lachen könnten, spielen nicht mehr so die große Rolle. Und das Kind kann einfach das, was es weiß, was es loswerden will, was es in die Welt tragen will, auch wieder leben mit Lebensfreude und mit einem Strahlen im Gesicht durchs Leben gehen. Das Portfolio von Herrn Pasch kann ich allen ganz, ganz, ganz wärmstens empfehlen, wenn Sie Kinder unterstützen möchten. In dieser Kompaktheit habe ich das noch in keinem anderen Seminar und in keiner anderen Ausbildung erlebt. Und von daher bin ich ganz dankbar, diese Ausbildung gefunden zu haben und verbreite das auch sehr, sehr gerne.